Ist aber schon ein schöner Gänsehautmoment. Lassen Sie hören, Joker. Ich liebe schlechte Nachrichten. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben. Aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole ist ausgeschaltet. Befehle, Commander Shepard? Legen wir die Bombe. Auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Und bestimmt wurden die auch irgendwann mal gebaut. Töte mich nicht! Die Geth entfernen sich von ihrer Stellung, Jacob. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg, Alenko. Locken Sie sie hier raus. So, wo wollte er mich denn jetzt hinschicken? Geradeaus rüber, ne? Wenn der Saugroboter plötzlich Amok läuft. Übrigens, das ist die erste Folge von Monster Love Robots oder Robots Love Monsters. Schieß mich tot von der zweiten Staffel. Die jetzt verfügbar ist. Aber ich fand die zweite nicht so stark wie die erste. Love, Death and Robots, dankeschön. Habe ich am einen Morgen durchgeguckt. Die sind ja relativ kurz immer. Aber ich finde das eigentlich eine sehr lohnenswerte Miniserie. Von manchen kleinen Pilotdingern davon würde man sich sogar so eine Art Serie wünschen. Zeigen die Dinger sehr gut, was technisch möglich ist inzwischen. Also wir sind ja von der Technik her kaum limitiert in dem, was wir visuell auf die Beine bringen können. Und ich erwähne jetzt nicht die Spoiler-Sachen, die Mass Effect 3 betreffen, aus dem Chat. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Raum geben. Da kommen wir eh noch hin. Zwar nicht heute, aber irgendwann. Nee, heute kommen wir da bestimmt nicht mehr hin. Selbst wenn das 24-Stunden-Stream wäre, würde ich nicht bis Mass Effect 3 spielen. Also nicht mehr bis dahin kommen heute. Achtung, Sie sind uns gefolgt. Wer von euch hat den Fahrstuhl betätigt? Gute Arbeit am Geschütz, Shadow Team. Jetzt sind wir an der Reihe. Na, wir sind das Shadow Team. Ich hätte das Briefing lesen sollen. Ich spiele einfach so lange, bis alle drei Teile durch sind.
Computer sagt nein. Da ist es. Wir müssen die Gen ausschalten und die Sprengladungen anbringen. Menschlicher Körper sagt auch nein. Bitte schalten Sie um auf einen Reaper-Stream. Reaper sind ewig. Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter. Runter! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Nein, in der Zukunft wird Apple den Reaper bauen und Tesla baut den Knight Rider, der den Reaper vernichtet. Bringt den Bumblebee her. Es sind nur 20 Megatonnen. Also, wie immer, Hiroshima-Bombe. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit, Lieutenant. Gehen Sie zum Treffpunkt. Nein, Commander! Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ. Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Sichern Sie die Bombe ab. Was wäre denn ein guter Weg? Guten Abend, Desperate. Volle Deckung! Ich schulde Ihnen was. Scheiße! Ah, Gott sei Dank, es wurde jetzt eh gespeichert bei der Bombe. Hoffe ich. Ja. Viel dazu.
bam 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 bam. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist bereits hier und spuckt immer mehr Geht aus, die Detonationsstelle überfluten. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Was zum Teufel machen Sie da, Williams? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Hm. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Alenko, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen kommen, Ash. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Nein! Du bist eh ein Rassist. Es gibt keine gute Wahl in diesem Spiel. Aber wir sind 5 Meter laufen. Wir haben keine Zeit, sie mehr abzuholen. Doch. Commander, Sie müssen sich beeilen. Wir können die Dinger nicht länger zurückhalten. Achten Sie auf die Ecken. Sperrfeuer. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Es ist gar nicht so kompliziert. Man setzt alles in Bewegung, um Macht zu erlangen. Selbst sich mit den Reapern zusammenzutun. Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Ich würde eher sterben, als unter der Knechtschaft solcher Maschinen zu leben. Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch.
aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Warum folgen die Geth Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Geth gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Ich bin nicht wie Sie. Ich sterbe lieber im Kampf, als Sklave zu leben. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Das hast du schon gemacht, Saren. Geil, er fliegt rum auf dem Hoverboard. Wo ist mein Hoverboard? Nicht da, ne? Das war's mit der letzten Williams. Ich glaube, ich habe früher genau dieselbe Wahl getroffen. Alle festhalten! Wir haben Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Ja, sie hat doch Schwestern. Wir mussten sie zurücklassen. Wir müssen Saren aufhalten, um jeden Preis. Aber warum ich? Warum nicht Sie? Lieutenant Alenko, ich gebe hier die Befehle. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Sollte das eine Kritik sein? Tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber ich hätte anders handeln müssen. Wir hätten Sie vielleicht irgendwie retten können. Reißen Sie sich zusammen. Saren hat Williams auf dem Gewissen und wenn ich dieses Schwein erwische, wird er dafür bezahlen. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu.
Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Das eigentliche Problem ist die Sovereign. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht und wir werden die Nächsten sein. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist Realität. Die Reaper sind Realität. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Ich habe Sie bereits früher vor Saren gewarnt. Sie haben mir nicht geglaubt. Und das haben wir jetzt davon. Ich glaube, Sie Menschen haben eine Redensweise, die besagt, dass selbst eine beschädigte Uhr zweimal am Tag richtig geht. Hier ist noch eine andere Redensweise. Fahrt zur Hölle. Vielleicht haben wir uns in Ihnen getäuscht, Shepard. Vielleicht sind die Menschen doch zu impulsiv, um Spectres zu werden. Es reicht. Commander Shepard hat bisher hervorragende Arbeit geleistet. Diese Diskussion ist nur eine Meinungsverschiedenheit. Hoppla, wir haben wohl das Signal verloren, Joker. Verstanden, Commander. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt.
Jawohl, Sir. Nein. Doch. Der Rückflug ist in Ordnung. Ich hoffe nur, dass ich nicht sofort aussteige. Ich muss mit der Crew noch quatschen. Ach, verdammt. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Hä? Ich stand doch auch vor dem Terminal und zwei Leute waren mit dabei. Und die haben sich auch angeguckt, dass es die Reaper gibt. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ich werde ihn auch so ficken, ey. Dass dir ein zweites Arschloch wächst. Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Udina konnte es kaum abwarten, mir in den Rücken zu fallen. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben, und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandie fest. Ich hätte es besser wissen müssen. Udina, der Rat, die sind doch alle gleich. Kleinlich, blind und dumm. Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis? Wir haben die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Sex. Salz. Ist das Moschus? Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Ich finde, wir waren gerade eigentlich beschäftigt. Wir sollten erstmal das zu Ende führen. Joker hat das Schiff verlassen, durch die Luftschleuse. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch,
Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. War aber die Müllluftschleuse. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Auf ins Flux. Wobei mir da wieder einfällt. Hier eine coolere Waffe noch aufgesammelt. Immer die Crossfire noch mit rein. Ah, da fällt mir auch noch ein. Moment, muss mal eben mit Maustastatur. Ihr solltet auch auf eure Hauptwaffe die Hochexplosivmunition nehmen. Das bringt einfach mehr. Joker ist ein toller Glasknochenmensch. Ja, was gibt's? Dem Besitzer gefiel ihre Spielweise wohl nicht. Loran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Ach, scheiße. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Ja. Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich werde Ihnen helfen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht selbst. Da habe ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen. Hallo, willkommen im Flux. Alles gut, Jenna. Kommen Sie so nah wie möglich an die 20 ran, ohne darüber hinwegzuschießen. Der Spektre, der durchsucht wird. Man sieht nur selten jemanden, der so viel Glück hat wie Sie. Zweimal hintereinander?
Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich hier nur um. Viel Spaß hier im Flux. Jemand lässt die Maschine die Credits umleiten. Ich mache mal einen Check. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich sehe mich hier nur um. Viel Spaß hier im Flux. Weil ich habe so viel Geld, ist es total egal, ob ich hier gewinne oder verliere. Am besten gibt das Gerät einen lauten Ton von sich, wie Alarm, du hast genug Daten. Geh wieder raus. Ihr Glück kommt mir unnatürlich vor, Mensch. Mein Gott. Doch, ich muss nicht nur mit den Leuten hier reden. Das ist Captain Anderson. Ja, mit dir rede ich gleich. Hey, schön, hier noch einen Menschen zu sehen. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät auf? Bitte sehr. Hoffentlich ist es das, was Sie haben wollten. Wirklich großartig. Das wird mir unschätzbare Daten liefern. Genießen Sie Ihren Gewinn. Ich werde dieses System vervollständigen. Gerne. Aber da gibt ja dieses Ableiten der Credits hier. Komm, Signal scheint aus dem Bezirkszugangskorridor zu kommen. Wobei, wo soll das sein? Bezirke? Bestimmt das Ding bei Koras Nest an der Seite. Oder auch nicht. Weiß ich nämlich nicht mehr genau. Es geht um den gehackten Spielautomaten. Moment, da ist eine Gasse. Ah ne, aus der Gasse kommen wir gerade. In Gedenken an Shang-Chi. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen.
Lassen wir diesen Ehrenmist. Was ist das für ein Aufstand? Mein Name ist Charles Saracino. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alien-Freunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Alien-Freunde sind okay. Ich weiß nichts über die Trockenlandpartei. Wofür stehen Sie? Unser Hauptanliegen ist, dass sich die Erde nicht von Alien-Einflüssen korrumpieren lassen darf. Weder politisch noch kulturell und schon gar nicht militärisch. Aber viele Ihrer Leute urteilen aus rassistischen, nicht aus politischen Perspektiven. Pardon. Ich glaube nicht, dass Sie die Interessen der Menschen etwas angehen. Das Gebiet der Turianer grenzt an Ihres. Natürlich machen wir uns Gedanken über Ihre Regierungspolitik. Bitte halten Sie sich da raus. Ja, Commander. Nur die Erde zählt. Für welches Amt kandidieren Sie? Ich strebe einen der 5 Spacer-Sitze im Parlament an. Damit ein Bürger seine Stimme dafür abgeben darf, muss er recht komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Er muss mehr als 6 Monate pro Jahr im All verbringen. Aber er darf in keinem der besiedelten Systeme mehr als einen Monat geblieben sein. Sie verbringen doch die meiste Zeit im All, Commander. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Die Unterstützung des ersten menschlichen Spekters wäre von unschätzbarem Wert. Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Saracino, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Erst die Erde! Erst die Erde! Die Leute warten auf mich, Commander. Erde first. Ah, oh, dann hat... Trump hat damals Mass Effect gespielt. Oh, könnte ich doch in America first umwandeln.